Hallo, heute werden wir eine Algenkreation zubereiten, und zwar der Elderflower Fizz. Zunächst geben wir ein paar Eiswürfel in ein Becherglas und füllen ebenfalls ein paar Eiswürfel in einen Boston Shaker. Das überflüssige Schmelzwasser ablassen. Und etwa 50 London Dry Gin dazugeben. Beispielsweise Bombay Sapphire oder Tanqueray. Nun folgen CL Zuckersirup. Und 3cl frisch gepresster Zitronensaft. Nun etwa 2cl Holunderblütenlikör dazugeben. Und kräftig shaken. Das überflüssige Schmelzwasser aus dem Becherglas entfernen. Und in das Becherglas abseilen. Etwas Sodawasser dazugeben und kurz umrühren. On the top die Thomas Henry Elderflower Tonic Espuma aufspritzen. Wie man eine Espuma herstellt, erfahren Sie unten in der Beschreibung oder auf www.cocktails.net/molekulare-cocktails. Nun mit kleinen Zitrusen dekorieren. Man kann noch zusätzliche Elemente als Dekoration hinzufügen. Mit einem Trink servieren. Fertig ist unser Elderflower Fizz.